Da sind wir wieder bei Assassin's Creed 2. So. Im Heuhaufen. Ja, der hat aber irgendwie und matschige Texturen. Egal. Ja. Heu hat eben matschige Texturen. Ja, du sollst deine Tür klopfen. Ja, wir gehen jetzt zum Leonardo, um unsere Klinge zu reparieren. Das hat die noch nicht so gesagt. Doch. Du hast gespoilert. Ah, der verarscht uns hier. X drücken? Nee, nach oben drücken. Geil. Bestimmt. So ein Hinterwäldler. Man geht immer mit den Leuten in die Wohnung rein und nicht raus. Man weiß doch, dass die da drin sind. Oh, richtig böse. Ah, wo waren sie zwischen 20 und 21 Uhr? Auf der Toilette. Kein allein. Alibi. Ja, allein. Ich habe keine Zeugen. Komm her. Das ist nun. Lass mich gerne schlagen. Zu den anderen. Natürlich. Natürlich. Die Leiche tragen. Ist immer toll. Na? Na, das macht Spaß. Hm? Ist es bequem? Ja, die gaffen da nur rum, ey. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt nichts zu sehen, Leute. Der ist krank. Nur eine tote Leiche. Leichen sind für gewöhnlich immer tot. Wo sind denn da die anderen? Das, ja, da, da, da. Da. Ich dachte schon. Aber man kann den auch hier hinlegen, weißt du, das ist nicht schlimm.
Oh, was der wohl schon mit der gemacht hat? Nee, der ist doch angeblich homosexuell, der Leonardo da Vinci. Ja, ich wusste nicht, ob ich das sagen darf oder ob das im Spiel noch später kommt, deswegen habe ich das jetzt nicht gesagt. Nee, war ja schon ein bisschen zu erkennen. Der ist ja mit Feinden der Stadt am Verkehren. Ja. Aber Feinde der Stadt können auch weiblich sein. Okay. Ich wollte jetzt halt wieder nicht wieder so dumm rumspoilern, ne? Das passiert mir ja schon mal irgendwie. Ab und zu. Ja, wir gehen wieder zurück zu Paola. Zu Carola. Ach, Carola. Wie sie auch hieß. Wow. Das war scheiße. Sehr viele neue Klettermöglichkeiten, ja, wie ihr schon bemerkt habt. Aber wir können die nicht alle wirklich gut einsetzen. Hm. Ja doch. Hey, bring den um. Hey, komm her. Da ist er genau über dem Abgrund. Ja, komm. Ja, er ist runtergefallen. Das war schön. Ja, man kann auch leicht aufheben und auf die Straße werfen, um abzulenken. Genau. Das ist lustig. Jetzt sage ich extra nicht das, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, kann so sein. Hat was mit Spaß zu tun. Da ist eine Tür. Oh, was tust du? Ich höre den immer aus dem Besen ausschauen. Nach dem Besen? Du bist echt gierig auf dem Besen, ne? Nein. Fuck. War zu spät dran. Was ist eigentlich mit der Claudia oder wie die hieß vom Anfang? Ja, das ist die Schwester. Nein, nicht mit der wir es am Anfang betrieben haben. Ach so, die. Wie hieß die gleich? Die kommt in diesem Teil nicht mehr vor. Nicht? Also machen wir es nicht nochmal. Unbedeutend. Nee. Kommt die nochmal vor irgendwann? Ja, die kommt nochmal vor. Ja? Ach Leute, ihr seid doch scheiße. Überall seid ihr. Kriegt ihr dann mehr Bedeutung? Und jetzt zu viel zu verraten? Nicht so viel. Das werdet ihr noch sehen. Heiratet er eigentlich? Man weiß es nicht. Habe ich jetzt einen wunden Punkt angetreten. Ich habe nämlich auch nicht alle gespielt. Ja, es tut schon weh. Och komm, es ist ja doch schon eine Scheiße. Ey. Was? Revelations habe ich nicht gespielt und... Und drei. Und drei. Ja, so war's. Sanft springt er über die Dächer. Ein Vogel gleich. Mit einer Na, Feder. Gut, ein Vogel springt nicht über die Dächer. Doch. Fetten sind die Wachen. Oh, mir ist schon wieder was eingefallen, dass ich nicht sage, sonst würde ich schon wieder spoilern. Ich wollte dich gerade was fragen. Frag lieber nicht. Ja, genau. Das mache ich dann lieber gleich in der Pause, falls das nicht schon aufgeklärt wird in diesem Part. Nein. Wieso? Oh. Ich dachte gerade, ich könnte mich nicht verstecken. Doch, natürlich kannst du dich verstecken. Was ich machen will, ist... Auf die Bank gehen? Nee, mir die Kurtisanen schnappen. Echt? Und die Wachen ablenken. Geht das da mit denen? Die Fetten sind wahrscheinlich besonders anfällig. Ja.
Danke. Ey, das hat wirklich funktioniert. Ja, natürlich. Ja, da gibt's eine Enthüllung von einem Werk, einem Kunstwerk. Stören wir die Ankündigung. Hallo. Ah, das war ja nix. Na, das Trick war ja da reinzukommen. Ich kann das Spiel halt, deswegen ging es so schnell. Vielleicht sollten wir... Ansprache beendet. Ah, es wird nicht in diesem Teil gezeigt, glaube ich. In diesem Dokument möchte ich festhalten, was ich in den letzten Wochen herausgefunden habe, für den Fall, dass man mich zum Schweigen bringt, bevor ich es euch selbst mitteilen kann. Versteht, dass der Mord am Herzog von Mailand kein reines politisches Manöver war. Es war eher Teil einer Verschwörung, die weit über Florenz hinausgeht, mit Mitgliedern aus Rom, Venedig und um nur ein paar Städte zu nennen. Ich lege dieser Notiz eine Liste bei, oder vielmehr den Anfang einer Liste, mit den Namen der Schuldigen. Sie ist keinesfalls komplett, aber ich beabsichtige, sie bald zu vervollständigen. Allerdings kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass die Pazzi-Familie involviert ist. Wir müssen uns beeilen und Francesco verhören, bevor er sich aus dem Kerker freikauft. Dadurch können wir die Liste sicher weitere Namen hinzufügen. Ich habe bereits einen Verdacht, wer diese Männer sind, denn ihre Taten tragen alle die Handschrift eines nur zu bekannten alten Feindes. Ich fürchte sie. Die Nachricht endet abrupt. Giovanni muss mit dem Schreiben aufgehört und die Nachricht versteckt haben, als die Wachen kamen, um ihn festzunehmen. Ah, es gibt eine Liste mit Namen. Und du solltest verblättern. Ja. Von Leuten, die was gegen uns haben. Alte Feinde. Wie der Vater sagt. Da ist irgendwas. Oh, eine Feder. Du willst schießen? Das war clever. Wir wollen uns hier treffen, haben sie gesagt. Warnung, anonym werden. Ey, der hat uns gar nicht getroffen und die sagen, ja, zeig sie ihm. Auf dem Weg. Diese Menschen überall. Immer weg, ey. Ey, da kannst du klopfen. Ach, sind echt zu viele. Oh. Hä? Hä, was war das denn? Das war... Ey, wir werden einmal immer noch gesucht. Auf der Karte zumindest. Jetzt nicht mehr. Verschwörungsdokumente erhalten, ja, das haben wir ja schon gesehen. Da erlebt. Ist irgendein Ausrufezeichen wieder. Mhm. Boah, diese Sonne sieht schon gut aus. Ja, schon realistisch irgendwo. Nicht, so ein einfach, nicht einfach so ein gelber Ball da oben, sondern... So ein bisschen dunstig und düsig. Alter, was machst du immer die ganze Zeit? Ach so. Ja, ich muss zu Paola da. Nein. Na ja. Wir gehen jetzt da rein, da haben wir genug Damen, da könnten wir alle haben. Nicht eben. Nur ein bisschen Geld, dann geht das. Wahrscheinlich noch nicht mal das. Der Freunde des Hauses, ja. Und geh noch zu Aldi am besten. Das zu Aldi? Gute Essen, ne? Ja. Und nicht zu teuer, ne? Ah, da ist ein Zeuge. Nein! Ja, toll. Hast du toll gemacht. Hä? Was macht der? Das hab ich noch nie gesehen. Ey, das ist voll geil. Ey, der hat da so ein Viech drauf. Ey, das klebt da dran. Ja,
der Bekanntheit, der Bekanntheitsgrad wird immer höher, wenn wir Scheiße bauen. Und den können wir verringern, indem wir keine Scheiße entweder, mehr bauen. Ja, das auch. Indem wir Steckbriefe abreißen, Zeugen ermorden, die da rumlaufen. Oder Herolde bestechen. Herolde bestechen. Hast du toll gemacht. Ja, aber das ist so eine dröge Aufgabe. Ich glaube, die verschieben wir noch weiter auf die nächste. Ach nee, das können wir jetzt noch schnell machen. Ja, obwohl, ja, du hast recht. Keine Lust. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.